Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Europa Universalis 4. Und zwar im, ich glaube, Part Nummer 35 oder so. Wir sind im Krieg mit, mit Frankreich, dummerweise. Dummerweise. Dumm. Ich bin noch am Überlegen, wie wir da am besten reagieren. Ich glaube, wir haben gerade im letzten Part genau angefangen, Einheiten, Truppen auszuheben. Die werden nach vorne nach Languedoc geschickt. Ich werde die hier wahrscheinlich mitschicken. In der Hoffnung, dass wir hier, ach, nee, nicht im Ernst. Nee, nicht im Ernst. Ich habe jetzt gerade extra mehrere rekrutiert, weil ich einfach einen guten brauche. Den können wir dann wieder rauskicken. Genauso wie den hier. Der hat jetzt relativ gute Fernkampfeigenschaften. Zwar nicht so gut im Manöver, aber ja, es sind ja hauptsächlich Fernkampfeinheiten, beziehungsweise die sehr stark im Fernkampf sind. Und deswegen passt das eigentlich. Wir machen mal weiter. Ich werde mal die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Fuck, der greift direkt Languedoc an. Wir werden wahrscheinlich unsere Einheiten mal in Roussillon stationieren müssen. Oh, er kommt direkt nach Roussillon. Zieh mal die Einheiten nach Girona zurück. Fuck. Ich versuche den mal zu unterstützen. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Diese Würfelscheiße ist einfach miserabel. Ja, wir verlieren hier schon wieder tonnenweise Moral. Und ich habe absolut, ich blicke es nicht, warum. Das ist das Nervigste. Ich blicke nicht mal, warum wir immer so viel Moral verlieren. Helf mir doch, komm hierher. Es ist einfach lächerlich. Ich hasse diesen Kriegsmodus hier. Ja, der greift da jetzt gerade die Portugiesen an. Oder die Portugiesen greifen gerade die Franzosen an. So rum passt es vielleicht besser. Ich werde einfach versuchen, da jetzt Unterstützung reinzugeben. Ohne Ende. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich vermute mal nicht. Nö. Not really. Mal wirklich, war ja irgendwie klar. So, die fassen wir mal zusammen. Schlacht von Perinco. Wir haben natürlich auch keine. Ah, sehr gut. Keine, ja, wir haben nicht genügend Leute, um irgendwas hier zu belagern gerade, ne? Schicken das mal rüber. Ich weiß auch nicht, was dem sein Ziel ist. Ich werde jetzt versuchen, den irgendwie durch seine scheiß blöden Ländereien zu treiben. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Und werde versuchen, eben die Kolonien abzuluxen und so einen positiven Score zu kriegen. So. Auf nach hier hin. Ja, ich werde einfach versuchen, mehrere Punkte von ihm zu belagern. Vielleicht haben wir irgendwie Savoy
Können wir die irgendwie dazu kriegen, dass sie uns beitreten? Bündnis anbieten, Bündnis schließen. Beziehungsaktion. Staatsehe, nee. 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 Ja. Wir fangen auf jeden Fall ein Embargo. Er bewegt seine Männer zumindest wieder. Wahrscheinlich will er die hier angreifen. Wird ihn mal wegziehen. Ach, wie schnell ist der denn? Ist ja lächerlich. Ah, naja, was soll's. Oh, wir haben seine Schiffe ein bisschen vertreiben können. Portugal ist auf jeden Fall mit an unserer Seite. Und Portugal ist ziemlich krass mit seiner Flotte unterwegs. So. Oh. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Mal schauen, wenn er hier nach Girona läuft. Okay. Aber frotig. Ey, wenn der nicht auf die Fresse da kriegt, dann weiß ich auch nicht. Dann ist mir das ein Rätsel. Ey, das ist so blöd, so dumm einfach. Ey, das sind so viele mehr Es ist Europa Universalis. Das ist haargenau Europa Universalis. Wie es lebt und lebt. Einfach komplett bescheuert. So. Kümmern wir uns mal weiter um unsere unsere Kolonisten. Hier sind wir noch dabei zu kolonisieren. Ja, schicke ich mal da was hin. Ach, so ein Bullshit. Und der verliert auch noch kaum was. Ich meine, der verliert auch kaum was. Warum verliert er keine Moral? Warum verliert er verdammt nochmal keine Moral? Es ist unfassbar. Das ist unfassbar. Oh, den Prestige-Bonus nehmen wir mit. So, da werde ich mal ein bisschen was investieren hier. Irgendwie haben wir komplett die Kontrolle über den Papstsitz verloren. Ah, jetzt fängt er an, seine blöden Einheiten aufzuteilen. Die dumme Sau. Ach, Frankreich, ey, das ist ein Witz.
Das ist ein Witz einfach. Warum sind die moralisch so viel stärker? Ich meine, die verlieren ja tonnenweise, aber... So, wir kolonisieren mal das hier. Machen wir hier ein bisschen weiter kolonisieren. So. Oh, er verliert jetzt aber reichlich. Haben wir mal Glück? What the fuck? Wir hatten mal Glück, Leute. Ich kann es nicht glauben. Oh, politischen Berater einstellen. Und zwar, ich gebe jetzt noch nicht so viel Geld aus. So. Boah, ich fasse es nicht. Wir konnten das irgendwie drehen, zusammen mit Portugal. Ich bin glücklich, dass ich ihn an meiner Seite habe. Ansonsten sehe das echt böse aus. Ja, gut. Ich möchte ihn ganz gerne komplett vernichten. Ich habe keine Lust mehr auf Frankreich. Sie soll mich in Ruhe lassen. Wunderbar. Ja, komm, geht schon mal kaputt jetzt. So, und die Belagerung hier unten scheint abgeschlossen zu sein. Jawohl. Dann geht's auf hier hin. Oh, der hat da ja wieder so viel. Och Mann, wenn man nicht aufpasst. Ey, da passt du einmal nicht auf. Woher hat der denn so viel? Woher? Oh, ich hasse Frankreich. Ich versuche dem jetzt Frieden anzubieten. Was will der denn haben? Diese drei scheiß Dinger will er haben? Drei blöde Provinzen? Warum? Weil er unbedingt alle drei haben, ja? Kann ja nicht wahr sein. Das war's, womit unser Streit macht. Jopp. Jopp, jopp, jopp. Das war es mit unserer Streitmacht. Mehr haben wir nicht. Oh, wir können endlich die Wirtschaftsideen nehmen. Die nehme ich dann auch mal. Ja, bevor wir eben nicht mehr... Och, das gibt's doch nicht. Was will er denn noch haben?
700 Dukaten. Oh Mann. Dann hätten wir Frieden. Und sie haben es abgelehnt. Ich glaube es nicht. Wie zum Henker soll ich das denn machen? Das ist doch Schwachsinn. So ein blöder Schwachsinn, ey. Ich erkläre jetzt hiermit feierlich, dass Frankreich mein Erzfeind ist. Ich werde alles daran geben, in diesem Let's Play diese Scheißnation dem Garaus zu machen. Und wenn es sonst wie viel Kraft und Planung erfordert, ich werde diesen Penner aber so dermaßen platt machen. Damit wir das nicht vergessen. Blöder Wichser. Ja, gut, mit diesen ausfallenden Beschimpfungen werde ich mich geschlagen zurückziehen. Ja, wir müssen unsere Mannen wieder aufbauen. So sehe ich das. Wir müssen uns vorbereiten, denn das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Definitiv nicht. Oh nein, oh nein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Rio. Ciao.